Hallo und herzlich willkommen zu unserer kommenden 72-Stunden-Legung. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, auch an dich ein herzliches Willkommen. Schau dich gerne in der Playlist um. Lass auch gerne ein kostenfreies Abo da. Das kostet dich in jedem Fall nichts und hilft mir und dem Kanal hier unglaublich zu wachsen, damit die Videos noch mehr Menschen vorgestellt werden. Einen klärenden Gong zum Anfang und dann legen wir auch sofort los. So, schauen wir mal, ob sich denn die Energien, die wir auch in der Astrologie haben, jetzt hier in den Karten zeigen. Wir haben ja momentan so ein bisschen den Kampf zwischen der erdigen Energie und der Luftenergie, ja, Saturn und Jupiter in den Zwillingen und die Sonne in der Jungfrau. Merkur wandert in die Jungfrau und das Ganze könnte hier doch mit einigen Herausforderungen zu tun haben. Ne? Mars haben wir noch im Krebs und das Ganze könnte dazu führen, dass man hier vielleicht sich eher zurückziehen möchte, dass man ja, sich den ernsthafteren Dingen kümmern möchte. Und dann gibt es so ein anderes Lager, was eher so die Spaßgesellschaft ist, ne? Die gerne die Dinge etwas fröhlich, ja, fröhlich konsumiert und fröhlich kommuniziert, wo man hier quasi eher so sich den schönen Dingen des Lebens widmet, was natürlich auch schön ist. Vielleicht geht es auch darum, in dir dieses Gleichgewicht zu finden. Und das wäre natürlich sehr schön. Schauen wir mal, welche Botschaft die geistige Welt hier für uns hat für die kommenden 72 Stunden. Oh, wir haben die Karte Wachstum. Hier darf etwas wachsen. Es könnte hier um dein persönliches Wachstum gehen oder etwas, an dem du arbeitest, dass hier etwas in die Sichtbarkeit kommt, dass hier etwas zusehends größer wird, sich vermehrt. Ich weiß ja nicht, an was du jetzt gearbeitet hast, ob du an deiner Gesundheit gearbeitet hast, an deinem, ja, Zustand, so an deiner Fitness oder an deinen Finanzen, an deiner beruflichen Situation. Wir schauen mal, was sich hier noch zeigt. Was ist hier die Botschaft? Worum geht es hier mit dem Wachstum? Vollmond im Widder, bald geht's hoch her. Deutet darauf hin, dass man mit dem Widder hier tatsächlich vielleicht etwas Neues begonnen hat oder dabei ist, gerade etwas Neues zu beginnen, was dir vielleicht Wachstum mehr bringen soll, ne? Denn bald geht's hoch her, deutet ja darauf hin, dass man vielleicht noch in dieser Anfangsphase ist, ne? Widder ist das erste Tierkreiszeichen im Tierkreislauf. Und unterm Kartendeck haben wir wieder den Vollmond in den Fischen. Das sind so ganz ähnliche Energien, die wir auch bei der letzten Legung haben. Ist ja auch logisch, weil die Dinge ja nicht per Knopfdruck, ne, oder Fingerschnips hier in die Welt zu bringen sind, sondern eben, dass alles einen Prozess braucht. Und ich sagte ja schon beim letzten Mal, stell dir einfach vor, ich mache ein Foto von deiner Situation und je nachdem, wie du dich vorwärts bewegt hast, ja, verändert sich das Bild. Wenn du natürlich an dem Punkt sitzen geblieben bist, wo du letzte Woche schon standest, dann wird sich natürlich auch das Bild, was ich hier energetisch darstelle, nicht allzu viel ändern. Aber ich denke mal, wir können hier positiv reinschauen. Die Sache sieht ganz gut aus. Ja, cool. Du hast ja hart an dir gearbeitet oder an deinem Projekt gearbeitet. Schauen wir mal. Ich werde jetzt 7 Karten auslegen. Und dann gehen wir noch in die Klärung. Übrigens werde ich auch die Sternzeichenlegung für den Oktober ganz ähnlich gestalten, ein bisschen anders machen, als ich sonst gemacht habe. Mal schauen, wie dir das gefällt. Lass es mich gerne mal wissen. So, los geht es. Liebes Universum, bitte gib uns klare, eindeutige Botschaften für die kommenden 72 Stunden. Mit was ist hier zu rechnen? Was ist hier Thema? Worum geht es? 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann werden wir noch 2 Outcome-Karten hier oben hinlegen und wir schauen uns an, was jetzt hier so das Hauptthema ist, was hier so mitschwingt. Ich muss marken. Jetzt habe ich mir so eine tolle Unterlage hier geholt, damit die Platte hier nicht immer so spiegelt. Aber die ist so aus Silikon und die Karten kleben förmlich an dieser Unterlage. Ja, halt immer. Irgendwas ist immer, ne? Ja, der Perfektionist in mir. So, los geht's. Was ist das Hauptthema? Oder zumindest ein Aspekt, der vielleicht auch als Herausforderung zu sehen sein könnte. Die Hohepriesterin, da, die Hohepriesterin, die spricht von Vertrauen. Fehlt dir das Urvertrauen? Fehlt dir dein eigenes Vertrauen oder so der, ja, wie sagt man so, der sechste Sinn, der siebte Sinn?
ich weiß gar nicht, sechste oder siebte. Also auf jeden Fall so die innere Stimme, die hier zu dir spricht. Vertraust du deiner inneren Stimme nicht? Hat auch alles was mit Glaubensmustern zu tun oder mit Religion, mit Glaube an eine höhere Macht, an den Glaube deiner höheren Macht. Was haben wir denn da drunter? Eieiei, der Teufel. Der Teufel könnte hier auf Steinbock-Energie hindeuten. Wir haben ja seit letzter Woche den Pluto wieder im Steinbock. Der ist ja zurückgekehrt. Und da wird er auch für 2 Monate bleiben. Und von daher könnte es hier auch um Themen der Berufung, der Karriere gehen. Alles das, wo du quasi in einer Verpflichtung stehst. Eine Thematik, wo es um deine Finanzen vielleicht auch geht, ja, oder deine Stellung, deine Position. Und da haben wir schon diese Luftenergie, König der Schwerter, ja, ich sagte ja, ne? Ja, gegenüber von Pluto im Steinbock haben wir nämlich, nee, von Sonne in der Jungfrau haben wir nämlich Saturn. Und das ist ein bisschen, ja, herausfordernd, ja. Also da könnte das sein, weil der ist mit Jupiter in den Zwillingen. Ach, was erzähle ich, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen herausfordernd, hier vielleicht in die Klarheit zu kommen, Dinge zu klären, einen Überblick zu behalten, in die Verantwortung zu gehen, hier in die neue Schritte zu gehen. Page der Münzen ist jemand, der so wie ein Lehrling im Grunde noch am Anfang steht an einem Weg. Schauen wir mal, was die Karten uns hier noch verraten wollen. In der Mitte als Hauptthema zeigt sich, oh, der Narr. Der Narr ist die nullte Karte in der Seelenreise und deutet hier auf einen Neuanfang hin. Steht auch für Hoffnung, ein hoffnungsvoller Neuanfang vielleicht. Was beginnst du denn Neues? Und die Sonne, schau mal, wie ganz ähnlich die Karten sind, ne? Beide stehen hier mit weit geöffneten Armen und empfangen. Moment kurz. So, lassen wir das in die Legung mit einfließen. Es könnte plötzlich jemand vor deiner Tür stehen und dir eine große Freude bereiten. Wunscherfüllung ist die Karte der Sonne. Schauen wir mal, was bringt dir denn hier die Wunscherfüllung? Das deutet auf Leichtigkeit, auf Freude, große Freude, Klarheit. Absolute Klarheit in einer Angelegenheit. Man hat das Gefühl, angebunden zu sein. Man hat das Gefühl, ja, so von dieser Wärme umhüllt zu sein. Und ja, schauen wir mal. Die Sonne. Was ist denn für dich die Sonne? Was ist für dich die Sonne? Achso, für mich gibt es übrigens auch was Neues, ja. Ja, nicht, dass ich jetzt, nicht, dass ich nur ein neues Auto habe. Es gibt in den nächsten Tagen ein neues Familienmitglied bei uns. Ja, im Hause Ahn zieht ein kleiner Hundewelpe ein. Ihr werdet ihn bestimmt noch kennenlernen. Ich werde da mal ein bisschen euch dran teilhaben lassen. Das wird bestimmt lustig. Also bleibt dran, seid gespannt. Mal gucken, wie ich dann noch zum Kartenlegen komme, ja, oder ob ich vielleicht andere Videos dann mehr mache. Worum geht's hier mit der Sonne? Die 7 der Münzen deutet auf langsames Wachstum. Haben wir da mit der Karte. So, was wächst denn hier langsam? Da haben wir wieder eine Energie von Klarheit, auch von Wunscherfüllung. Und wir haben eine Energie vom Sarg, die steht für Transformation. Es könnte auch sein, dass hier ein Heilungsprozess vollzogen wurde, ne? Denn hier liegt jemand quasi am Ende seiner Kräfte, braucht eine Pause, muss sich wieder erholen. Und hier haben wir mit der Klarheit aber und mit dem Stern eben auch so die Energie von Heilung. Also vielleicht ist es einfach so, dass du dich freust, weil du jetzt wieder in deine Kraft kommst. Das wäre ja sehr zu wünschen. Oder dass sich Dinge bei dir langsam entwickeln, ja, langsam sichtbar werden. Etwas, wo du vielleicht schon ganze Zeit dran gearbeitet hast. Das wäre ja auch schön. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall ist es etwas, was mit deiner materiellen Welt zu tun hat. Also so wie die Dinge, die du anfassen kannst, aber eben auch deine Finanzen und eben auch deine Gesundheit. Ne? Das ist, dein Körper gehört ja auch dazu. So, haben wir die 7 der Kelche. Das deutet ja auch so eine Zeit von Verwirrung hin und oder so die Qual der Wahl haben. Schauen wir mal, warum die 7 der Kelche sich hier jetzt zeigen. Die passen ja so gar nicht zu der Sonne. Aber vielleicht findest du jetzt auch so absolut die Wahrheit. Aber wir haben ja diese fischige Energie wieder, die hier reinkommt. Ja, die hatte sich auch unterm Kartenstapel gezeigt bei dem Vollmond im Widder.
also von den Orakelkarten aus der Astrologie. Der Mond deutet auf Dinge aus deinem Unterbewusstsein hin. Also in irgendeiner Weise gibt es etwas, was auf unbewusster Ebene noch an dir arbeitet oder in dir arbeitet, was dich in einem Bereich der Illusion vielleicht auch noch hält. Irgendetwas soll hier angeschaut werden. Wenn du nicht genau weißt, was es ist, lass uns gerne schauen. Ich schaue gerne mit dir rein, buche eine persönliche Legung und wir nehmen dann per E-Mail Kontakt miteinander auf und wir müssen dann auch keine persönliche Legung machen. Wir können auch energetisch mal arbeiten, mal gucken. Ich schaue einfach mal, was in deinem Feld ist. Also scheue dich nicht, das zu buchen und ich werde dann mit dir einen Weg finden, wie wir dir am besten da aus der Nummer helfen können. Sieben der Kelche, der Mond. Worum geht es hier mit den Sieben der Kelche und dem Mond? Um was geht es hier? Ja, sehr schön. Das ist natürlich schön, dass sich hier die Eulen zeigen. Die Eulen deuten darauf hin, dass du hier jemanden an deiner Seite haben könntest, der dich hier berät, mit dem du klärende Gespräche führen könntest. Das könnte eine gute Freundin sein oder ein guter Freund oder eine Schwester, ein Bruder oder jemand, der vielleicht auch mehr Ahnung hat auf dem Gebiet. Wir haben ja Eulen, die stehen für Weisheit und für Wissen. Und auch diese Energie ist hier in diesen Tagen mit am Start, dass dir jetzt etwas klar wird, etwas bewusst wird, dass du vielleicht ja auch einen Mentor, einen Coach, das könnte zum Beispiel auch so diese Situation sein, wenn du mit mir arbeitest, dass sich hier etwas klärt. Ein Konflikt ist hier in der Luft, der geklärt werden möchte. Was dürfen wir denn dazu noch wissen, zu den Sieben der Kelche? Ich hätte gerne noch mehr gewusst. Ich hätte gerne noch mehr gewusst über die Sieben der Kelche. Kann auch mit einer Entscheidung zu tun haben. Und da haben wir die Störche. Finde ich aber gut, weil die Störche stehen immer für positive Veränderungen. Auch häusliche, familiäre Veränderungen könnten hier anstehen. Man sagt ja nicht ohne Grund, der Storch bringt die Babys, ne? Der Klapperstorch. Und insofern auch immer den Wachstum. Also vielleicht geht es bei manch einem hier auch um das Thema der Schwangerschaft, dass vielleicht noch etwas im Geheimen ist, ne? Mit dem Mond könnte es hier noch etwas geben, was im Geheimen ist. Vielleicht bist du dir auch noch nicht sicher, ob das geklappt hat, so in der Richtung, ja? Oder wenn es um häusliche Veränderungen geht, musst du vielleicht noch mal mit jemandem, ja, hier klärende Gespräche führen. Wir haben hier zweimal die Zweierenergie, zwei Störche, zwei Eulen. Also du wirst hier auf jeden Fall mit irgendjemandem darüber reden dürfen. Könnte mit der Karte der Mond auch ein Fischezeichen sein, mit dem du hier darüber sprichst. Oder jemand, der einfach sehr gefühlvoll ist, sehr empathisch ist, vielleicht auch medial veranlagt, jemand, der spirituell ist, der ja sehr feinfühlig auch ist, so ganz ähnlich wie die Hohepriesterin, eine gute Anbindung an die, ja, so ganz feine Antennen eben hat, ne? Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Drei der Münzen. Das deutet hier auf eine Weiterentwicklung hin, auf ein Vertiefen. Wenn du hier an etwas arbeitest, hast du hier auf jeden Fall auch Unterstützung an deiner Seite. Ja, und das könnten Berater sein. Da kann es auch um das Lernen oder das Lehren gehen. Entweder vertiefst du dein Wissen hier in einem Bereich oder du lehrst anderen etwas. In jedem Fall bringt sich jeder mit seinen Fähigkeiten hier ein bei einem Projekt. Und wenn du selber ein Projekt gerade in die Verwirklichung bringen möchtest, dann sei dir gewiss, dass du da auch ja, Unterstützung an deiner Seite hast. Schauen wir mal, was wir zu den drei der Münzen noch wissen dürfen. Kann ja auch natürlich auf eine familiäre Situation hindeuten. Wir haben hier den Vater, Mutter, Kind. Auch das haben wir hier. So, der Bube der Stäbe. Der Bube der Stäbe zeigt mir an, dass es hier etwas gibt, was dich begeistert. Etwas, was dir Freude macht, was du, wo du vielleicht so sagst, das ist, interessiert mich, da möchte ich gerne mein Wissen erweitern, meine Fähigkeiten erweitern. Also der Bube steht da auch noch ganz am Anfang. Vielleicht bekommst du da einen Impuls bezüglich einer Ausbildung, einer Weiterbildung. Schauen wir mal, was sie uns noch verraten, die Karten. Drei der Münzen. Ah ja, du kannst das noch nicht sehen. Vielleicht gibt es ja auch Unklarheiten und du bekommst in diesen Unklarheiten einen Impuls. Was geht es mit den drei der Münzen noch? Was dürfen wir zu den drei der Münzen noch wissen? Was dürfen wir zu den drei der Münzen noch wissen? Oh, die hat ja einen schönen Salto gelegt. Ah ja, die Masken.
Die Masken haben ja immer zwei Gesichter, ne? Ein lachendes und ein eher trauriges Gesicht. Wir haben auch hier ein Thema von den goldenen Mittelweg finden. Vielleicht lernst du hier etwas bezüglich einer Thematik, wo du jetzt ganz ehrlich und aufrichtig mit dir sein darfst. Das habe ich jetzt ungünstig ausgedrückt, ne? Also, dass du vielleicht etwas über dich selber erfährst. Denn hier geht es auch immer darum, ehrlich zu sich selber zu sein. Und wir haben hier den Blitz. Und der Blitz könnte darauf hindeuten, dass hier plötzlich ein Geistesblitz vielleicht reinkommt. Vielleicht über die positiven Seiten an dir und die Schattenseiten. Also jeder lebt ja immer, so soll ich sagen, das Sonnenkind und das Schattenkind aus. Ne? Wenn du dich zum Beispiel mit deinem inneren Kind beschäftigst, ja, oder mit einer Thematik, die hier mit dem Mond, mit deinem Unterbewusstsein zu tun hat, dann könnte das sein, dass hier Dinge zutage kommen, dass du hier eine Wahrheit erkennen darfst, die dir bisher verborgen geblieben ist, wo du sagst, das ist ja interessant. Und daran lernst du hier etwas über dich, über deine Gesamtsituation oder über deine Fähigkeiten. Sehr spannend. Unterm Kartendeck haben wir übrigens die Wege. Das deutet auch darauf hin, dass hier mit wirklich auch eine Entscheidung mit dran steckt, mit dran hängt in irgendeiner Weise. Die hat mit deiner Lebensaufgabe oder deinem Lebensweg zu tun, mit deinem Seelenort, deinem Seelenpartner. Ich nehme es aber eher, weil wir hier Themen der Berufung ganz am Anfang irgendwie reinbekommen haben. Nehme ich es eher als Berufung, Beruf, Karriere. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was der Narr uns hier verrät. Denn das ist ja so ein Sprung, also als ob du hier eine Entscheidung triffst, etwas zu vertiefen, etwas, dein Wissen, deine Fähigkeiten zu erweitern oder zu vertiefen und vielleicht auch eine Wahrheit herauszubekommen, damit du hier in den Neuanfang gehen kannst. Oder du lernst vielleicht etwas Neues. Schauen wir mal. Der Narr. Der Narr. Da haben wir die sieben der Stäbe. Du gehst hier deinen ganz persönlichen eigenen Weg. Du lässt dich hier nicht von rechts und links ablenken. Du lässt dich auch nicht in die Irre führen. Du hast gelernt, dich durchzusetzen, für dich einzustehen und in dir zentriert zu bleiben. Und das ist so dieses persönliche Wachstum, was ich hier auch wahrnehme. Widder steht für Persönlichkeitsentwicklung. Na, das ist in der Astrologie das erste Haus. Da geht es immer um das Ich bin. Was macht dich aus? Ich habe Bedürfnisse. Was sind deine Bedürfnisse? Was sind deine Wünsche, deine Ziele? Und was ist deine Energie, die zum Ausdruck gebracht werden möchte? Ritter der Kelche deutet hier auf einen Support hin. Entweder bekommst du hier sowas wie einen Rückenwind oder das deutet einfach darauf hin, dass hier sehr heilsame Kräfte am Wirken sind. Ritter der Kelche könnte auch ein Gefühl sein von, ich fühle mich unterstützt. Dass da vielleicht entweder wirklich ein Mensch ist, der sich mit dir trifft, wo es hier schon erste Treffen gibt. Ritter der Kelche könnte eben wirklich auf erste Begegnungen hindeuten. Man sieht ja hier die zwei Gläser, also der sitzt dir quasi gegenüber. Und zum anderen kann es auch darum gehen, dass man hier seinen Träumen nachgeht, ne? Mit den sieben der Stäbe, dass du dich wirklich fokussiert, also dass du bei dir bleibst und bei deinen Träumen bleibst, deinem Weg gehst, deinen ganz eigenen Weg gehst und deine Träume verfolgst. Manch einer könnte allerdings mit den sieben der Stäbe auch, es kommt mir gerade so rein, weil der Ritter der Kelche ist ja, wie gesagt, jemand, der dich hier vielleicht auch unterstützt und vielleicht kannst du dein Glück gerade gar nicht fassen und lehnst das erstmal ab. Ja, so von wegen, nee, ist schon gut, ist schon gut. Und weil du das nicht gewöhnt bist, dass dir hier jemand so wohlwollend entgegenkommt. Und da haben wir die Hohepriesterin. Hier haben wir die Hohepriesterin, hier haben wir die Hohepriesterin. Das ist der Glaube, das ist das Vertrauen. Vielleicht fehlt dir erstmal das Vertrauen und du musst dir erstmal wieder lernen,
in dich oder in einen anderen Menschen zu vertrauen. Spannend. Und darunter die drei der Kelche. Drei der Kelche deutet hier auf ein Bündnis hin. Hier haben wir auch schon die drei Energie, wo ich gesagt habe, wenn du hier an etwas arbeitest, hast du Unterstützung vielleicht von zwei weiteren Personen. Vertraue also, die Dinge werden hier jetzt sich zeigen. Ja, man wird sich hier auch einig in einer Angelegenheit, könnte auch auf etwas Vertragliches hindeuten oder einfach, dass man Grund zum Anstoßen hat, vielleicht weil du dich auch gegenüber Konkurrenz durchgesetzt hast. Das kommt mir ja auch so. Vielleicht bekommst du hier eine Zusage. Was dürfen wir denn hier noch zu dem Narren wissen? Welche Botschaft hat der Narr? Ja, da haben wir die Sense. Die Sense spricht von Ernte. Ernte für eine harte Arbeit. Auch der Schlussstrich unter eine bestimmte Thematik. Und was spricht der Narr noch? Ah ja, siehst du, da zeigt sich der Fuchs. Und der Fuchs spricht ja von Misstrauen. Das heißt also, das, was gekürzt wird, ist das Misstrauen. Du kommst hier in eine neue Phase, wo Vertrauen ein Thema ist. Entweder in dich und deine Fähigkeiten oder im gegenüber einem Menschen, wo man hier ein neues Vertrauen fasst. Sehr schön. Das sieht gut aus. So, jetzt bin ich ja gespannt, weil jetzt können wir hier auch im Grunde gespiegelt deuten. Da haben wir die Königin der Kelche. Die steht für deine Innenwelt, deine Emotionen, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Träume. Sie ist auch ein Zeichen für, dass du dabei bist, emotional sehr reif zu werden oder bist sehr reif. Und in die Akzeptanz, in die Annahme auch zu gehen. Das ist auch das Annehmen. Und vielleicht nimmst du hier wirklich Unterstützung an, nehme ich so wahr. So sagst, okay, da gibt es etwas, was ich hier annehmen möchte. Wenn es nicht deine eigene innere Welt ist, ja, dass du zusehends vielleicht auch in deinen auf deine innere Stimme hörst, auf dein Gefühl hörst, ja, denn die Königin der Kelche, sie hat die Augen geschlossen, die Hände weit ge so geöffnet, sie ist empfangend in einer weiblichen Energie des Empfangens, des Wahrnehmens, des Annehmens und Empfangens. Was hat die Königin der Kelche uns hier noch mitzuteilen? Sie kann auch sehr feinstofflich sein, ja, also feinstofflich ist jetzt vielleicht falsch gesprochen, also spirituell sehr empfänglich und sehr empathisch, sehr unterstützend. Die Königinnen sind immer sehr unterstützend, mütterlich, steht auch für die Selbstliebe. Ja. So, da haben wir hier die Acht der Schwerter. Bei den Acht der Schwertern spricht man gerne von Situationen, wo man das Gefühl hat, so an die Wand gespielt zu sein, also keinen Handlungsspielraum quasi zu haben, so wie ich hier gerade mit meinem Stuhl an meinem Teppich festhänge. Und einfach nicht vom Fleck komme. So, jetzt. Also man ist hier in so einem Netz gefangen und hat das Gefühl, ich kann nicht vor, nicht zurück. Man hat irgendwie nicht so richtig Handlungsspielraum. Das Gute daran ist, dass die Acht der Schwerter immer davon sprechen, dass das eine Situation ist, in die du dich selber gebracht hast. Nur über deine Gedanken. Sprich, du kannst dich auch selber daraus befreien. Es gibt eine Möglichkeit, sich hieraus zu befreien. Das ist das Gute daran. Vielleicht musst du hier eine Wahrheit erkennen, die mit Annahme zu tun hat. Vielleicht hast du bisher eben Unterstützung nicht annehmen wollen. Ja? Was dürfen wir zu der Königin der Kelche noch wissen? Da haben wir die Lilien, also heiße Lilien, da sind sie Colors drauf, die sprechen von Traditionen, von familiären Themen, aber auch von Frieden, Frieden mit etwas finden. Ja, vielleicht findest du hier jetzt deinen Frieden, indem du die Situation so annimmst, wie sie ist. Auch von Bereinigen ist hier die Rede. Also es könnte durchaus sein, dass hier die klärende Gespräche stattfinden. Was dürfen wir noch von der Königin der Kelche wissen? Der Turm. Ja, der Turm spricht von Distanz und auch von Ämtern und Behörden, großen Gebäuden oder großen Firmen. Vielleicht ist das auch eine Unterstützung von einer großen Institution.
Mir kommt auch hier das Loslassen. Die Königin der Kelche, ne? Die lässt so geschehen, die lässt irgendwas geschehen, die lässt etwas los, findet mit etwas ihren Frieden. Ich muss da mal reinfühlen. Emotionale Balance, emotionalen Frieden zu finden. Also hier geht es darum, in irgendeiner Weise auch Glaubensmuster zu überwinden, anzuerkennen, dass du diese Glaubensmuster bisher geglaubt hast, dass du irgendetwas geglaubt hast, dass du das jetzt loslassen kannst, was hier mitunter auch mit diesem Misstrauen zu tun hat. Vielleicht brauchst du ja auch eine Strategie. Da möchte ich gerne mal noch eine klärende Karte dazu haben. Was ist hier das Thema? Da möchte ich gerne noch mehr zu wissen. Königin der Kelche, bitte sprich. Unschuld, ja, sehr spannend. Schau mal, da haben wir nämlich dieses Be sich befreien, sich selber befreien und anzuerkennen, dass du unschuldig bist. Das ist sehr schön, weil die Karte, die Colors, also die Lilien sprechen nämlich auch von einer gewissen Unschuld. Also wirklich anzuerkennen, dass du keine Schuld an dieser Situation trägst, dass du für gewisse Dinge nicht verantwortlich bist und dich davon frei machen, ja, da deinen Frieden finden. Okay, dann haben wir hier die Karte 2 der Stäbe. Das deutet ja auch ganz ähnlich hier mit wie der Narr darauf hin, dass du hier dabei bist, jetzt einen neuen Weg einzuschlagen. Man hat im Grunde den alten Lebensabschnitt schon abbeendet, ja, den hat man dahingestellt, hat den neuen schon in der Hand und ist dabei, jetzt so in handfeste Pläne zu gehen. Wie geht es jetzt weiter? Wo geht die Reise hin? Wir haben hier den Globus und wir haben das Auto, den Van, vielleicht möchtest du wirklich mit dem Van losziehen, ja, so ein Vanlife oder sowas oder ein Abenteuer erleben und denkst dir so, Mensch, das Leben, das läuft hier nur einmal. Ich habe doch noch Wünsche, noch Träume und ja, vielleicht musst du jetzt irgendwelche Kasperle-Figuren aus deinem Kopf erstmal freilassen und dich freimachen und etwas loslassen, damit du hier wirklich in diese Visionskraft reinkommst, ja, diese Vorstellungskraft, diese Kraft nehme ich hier nämlich ganz stark wahr, zu sagen, okay, was will ich denn noch erleben? Ja, sie schaut hier ganz sehnsüchtig aus dem Fenster. Sie ist noch zu Hause, sprich, wahrscheinlich bist du auch noch nicht gestartet, sondern bist noch so in deiner Komfortzone, ja. Bald geht's hoch her. Das heißt, auch hier, ne, ist so diese Energie von, ich weiß, da wartet was Großartiges auf mich. Du musst natürlich jetzt auch die Schritte gehen, aber dazu gilt es hier einen Plan zu machen, auch eine Entscheidung zu treffen, etwas zu klären, vielleicht auch was mit familiären Themen zu tun hat, was mit deiner Häuslichkeit, deiner Wohnung oder so oder deinem Wohnumfeld zu tun hat. Vielleicht sind da gerade Vorbereitungsmaßnahmen notwendig oder etwas muss hier wirklich besprochen werden und geplant werden. Du musst hier mehr in dein eigenes Vertrauen reinkommen, auf jeden Fall. Also wenn es hier etwas gibt, was dich begeistert, wo du jetzt wirklich ganz ehrlich zu dir selber sein darfst, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest, was du aufbauen möchtest, das ist ja auch eine aufbauende Energie, dann gilt es jetzt hier wirklich, dich aus einem Gefängnis zu befreien, einer Struktur, ja, also der Turm, der spricht ja auch davon, aus alten Systemen und Strukturen sich rauszu bewegen. Das ist diese Pluto-Energie, die in den Steinbock zurückgeraten ist. Ja, Pluto ist ja so dieses aus einem Trauma heraus, aus einer Ohnmacht vielleicht heraus, eine tiefe seelische Thematik, etwas, was sich so langsam in dir vielleicht aufgebaut hat, wo du dich jetzt befreien willst aus unerlösten Energien, ja, also alte Verträge und Bindungen vielleicht auch auf energetischer Ebene sich rauszusprengen. Das kann natürlich auch damit zu tun haben, dass du hier nochmal mit Ängsten und Unsicherheiten zu tun hast, die dich immer wieder in diese Verwirrung reinziehen wollen. Aber davon gilt es jetzt, dich hier loszulösen und denen quasi den Garaus zu machen. Zwei der Stäbe, was dürfen wir wissen? Zwei der Stäbe. Eine weitere Botschaft. Ja, fünf der Kelche.
Fünf der Kelche deutet auch darauf hin, dass du hier jetzt ins Verzeihen, ins Vergeben gehen darfst. Etwas in eine frische Energie, in dem man wirklich einen Frieden findet mit den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Und auch hier haben wir die zwei der Kelche, die wir auch eben bei den Ritter der Kelche haben, ne? Deine Träume, deine Wünsche, was noch da ist. Auch wenn vielleicht in der Vergangenheit manches sich nicht erfüllt hat oder sich enttäuscht hat, dann jetzt sich wirklich auf die Dinge zu fokussieren, die noch da sind. Und da haben wir die Liebenden. Da ist ein Herzenswunsch, da ist ein Seelenpartner, da ist irgendetwas, was dir sehr viel Freude bereiten würde, wenn du jetzt wirklich hier in die Planung gehst, wenn du jetzt wirklich diesen Weg einschlägst. Was ist dein Herzenswunsch? Der Herrscher, der spricht hier von, also entweder ist das dein Herzensmensch, ja, das ist so dein ebenbürtiges Gegenüber. Wir haben aber hier auch hier die Widderenergie, die darauf hindeutet, dass hier Unabhängigkeit angezeigt ist, Durchsetzungskraft. Das ist die Mars-Energie, die wir hier haben. Mars ist übrigens im Krebs, hatte ich gesagt, ne? Also sich lieber auf die Dinge konzentrieren, die sich bewährt haben, ein solides Fundament aufbauen, sich auf jemanden zu oder die Unterstützung zu holen von jemandem, der weiß, wie es geht, der schon großartige Dinge aufgebaut hat. Kann auch mit einem Unternehmen zu tun haben, mit einer Selbstständigkeit zu tun haben, deiner persönlichen Weiterentwicklung, dem Weg seinem Herzen folgen, dem Ruf seiner Seele, seinem Herzen zu folgen. Und da haben wir noch den Eremit darunter. Das ist die Jungfrau-Energie, die wir auch mit am Start haben. Also wirklich grundsolide Energien, die hier am Start sind. Das sieht richtig gut aus. Wir haben übrigens auch die Sonne in der Jungfrau, finde ich sehr spannend, ne? Hier zeigt sich ja auch die Sonne. Also Klarheit in Dingen, die mit deinem Tagesablauf zu tun haben, mit deinen Tagesroutinen, mit deiner Gesundheit, mit den Dingen, womit du tagtäglich deine Zeit verbringst und wie du sie nutzt auch, ja? So, was dürfen wir über die zwei der Stäbe wissen? Eieiei, das Kind, das Kreuz und der Schlüssel. Hier ist nochmal der Schlüssel, der Käfig zeigt sich hier zweimal im Kartendeck. Also hier will irgendetwas erlöst, befreit werden. Das sehe ich hier ganz eindeutig. Es kann dein Innerstes sein, was jetzt quasi sich im Außen zeigen möchte oder eine Lösung für ein Problem, was du hier vielleicht schon eine ganze Weile mit dir rumschleppst, was hier mit einem Traum oder einer Illusion zu tun hat. Vielleicht kannst du nicht unterscheiden zwischen wirklichen Träumen und Illusionen oder du kannst vielleicht gerade so deinen Augen nicht trauen und sagst, träum ich oder was, ja? Also, denn hier ist auch das Ende eines karmischen Zyklus angezeigt. Mit dem Kind fängt hier ein neuer Zyklus an. Kreuz steht auch für Bestimmung. Dieser Neuanfang, der jetzt hier bei dir wirklich echt jetzt hier gerade passiert, der ist dir vorherbestimmt. Du hast hier Schutz und Segen der geistigen Welt auch mit an Bord. Also du kannst jetzt auch über einen Verlust vielleicht auch hinwegkommen, über etwas, was dir Enttäuschung gebracht hat und das in die absolute Akzeptanz bringen und hier ins Reine bringen. Das sieht richtig gut aus. Sehr schön. Der Ritter der Münzen macht sich auf den Weg. Das ist der Bauer, der sein Feld pflügt und vorbereitet und die Ernte, ach nicht die Ernte, die Saat vorbereitet, in die Erde steckt. Also das ist harte Arbeit, die hier ansteht. Und vielleicht wird dir hier klar, wenn du hier etwas ins Wachstum bringen möchtest, was du hier auch an Arbeit rein investieren musst. Kann auch sein, dass es um dieses Investieren geht. Das hatten wir auch schon ganz ähnlich in der alten Legung. Und der Ritter, das ist nicht der schnellste, aber der trifft sehr bodenständige Entscheidungen. Der geht wirklich den Weg hier recht durchdacht. Das ist eine sehr durchdachte Energie und ja, sehr zuverlässig. Auch viel Ausdauer ist hier gefragt. Ausdauer, Beständigkeit, ja, mit Ruhe und Beharrlichkeit, würde ich mal sagen. Ne? Schauen wir mal, was der Ritter der Münzen dir zu sagen hat. Oh, auf meiner Armlehne gelandet. Bube der Schwerter. Der könnte hier eine neue Sichtweise auf die Dinge, dass du eine neue Sichtweise auf die Dinge bekommst in bezüglich deiner Aufgaben, deiner Arbeit. Vielleicht lernst du da auch nochmal etwas Neues, denn ne, hier sitzt jemand über Büchern
und studiert irgendetwas. Vielleicht studierst du hier nochmal, wie du hier etwas umsetzen kannst, was dir später eine reichhaltige Ernte bringen könnte. Und auch hier zeigt sich unterm Deck der Turm. Spannend, weil wir hier wieder diesen Blitz haben. Hier haben wir auch den Turm und hier hatten wir den Blitz. Also vielleicht wird dir auch etwas plötzlich klar. Vielleicht kommt hier auch jemand auf dich zu und macht dir ein bodenständiges Angebot. Und der Tod, ach je, was hier los? Der Tod steht für Transformation, für eine Wandlung, das ist diese Energie von Pluto, ne, Skorpionenergie, wo ich gesagt habe, ne, Befreiung von unerlösten Themen, dieses tiefe Seelische. Vielleicht setzt du dich damit immer mehr auseinander und sprengst so eine alte Haut, immer so wie bei ihr, wie das hier aufbröckelt und man wächst quasi über sich hinaus, aus sich heraus und ist in der puren Annahme, dass man Dinge jetzt hier auch wirklich in die Wandlung, in die Transformation bringen kann. Stark, starkes Stück. Und die zwei der Kelche. Zwei der Kelche deutet ja auf ein Commitment hin, ein Vertrag. Sehr spannend. Lass es mich gerne mal wissen. Das kann eine Beziehung sein, das kann aber auch ein Arbeitsvertrag sein. Hier kommt wirklich in eine Angelegenheit eine Veränderung rein, was natürlich immer mit einem Ende oder einem neuen Beginn zu tun hat. Der Turm und der Tod, kann ich jetzt nicht genau sehen, ob das jetzt hier ich nehme es eher als Transformationsenergie war, ja, also nicht als Ende, sondern eher als Transformationsenergie, dass sich hier auf partnerschaftlicher Ebene etwas verändert. Entweder, ja, ist das eine sehr, dass die Partnerschaft jetzt sehr stark wächst, ja, das Wachstum haben wir ja hier auch, dass das Misstrauen rausgeht, dass das Vertrauen wächst. Die Kraft deutet hier auf eine starke Anziehungskraft hin und auf eine Stabilität auch in der Partnerschaft. Und wir haben ja hier auch die Sechs der Stäbe, was darauf hindeutet, dass man hier etwas überwunden hat, dass man oben auf ist. Das steht aber auch für die Anerkennung, ja. Etwa, man kann hier etwas annehmen, anerkennen. Und damit eben auch der Wahrheit ins Auge blicken. So eine Energie nehme ich hier wahr. Die Wahrheit und die Klarheit, die hatten wir ja hier. Ne? Hier haben wir den Teufel noch mit den Co-Abhängigkeiten oder den beruflichen Themen und hier den König der Schwerter, der dann wirklich für Klarheit und Wahrheit spricht, genauso wie die Sonne. Sehr schön. Ja, und da zeigt sich wieder der Ritter der Münzen. Also man ist hier auch bereit, die nötige Arbeit hier zu tun. Was dürfen wir denn hier von den Lennys noch wissen? Ritter der Münzen. Was kommt hier auf dich zu? Anerkennung und Wertschätzung. Ja, siehst du? Die Anerkennung und Wertschätzung. Etwas, was sich für dich wie ein Geschenk anfühlt. Auch das Gefühl von Wachstum ist hier mit angezeigt. Was dürfen wir von dem Ritter der Münzen noch wissen? Oh, gleich zwei Karten. Da zeigt sich der Berg und passenderweise auch das Schiff, was über dem Berg drüber hinweg fliegt. Das deutet darauf hin, dass man hier eine Hürde, eine Blockade oder ein Hindernis überwunden hat. Sehr, sehr schön. Also etwas, was sich vielleicht als Problem dargestellt hat. Da lernst du etwas, da kommt hier eine Information rein und das könnte dir hier wirklich einen neuen Boden Bereichen, also geben, ja, also eine neue Grundlage kommt mir hier mit dem Ritter der Münzen, eine neue Grundlage für den weiteren Werdegang. Mit dem Schiff sehe ich ja auch diese Neuausrichtung, eine neue Reise, eine Weiterentwicklung, eine Reise, wo du entscheidest, in welchem Tempo du vorangehst, wen du da mitnimmst und was dein Ziel ist, ja. Ja, vielleicht wirst du da auch noch mal was Neues lernen. Das kann natürlich sein. Wir hatten ja hier so dieses Lernen und Lehren. Mag sein, dass das jetzt angezeigt ist. Sehr, sehr spannend. Also bleibe aufgeschlossen und halte hier nicht weiter an dem Misstrauen fest, sondern komm immer zusehends in das Vertrauen. Du bist hier genau richtig, da wo du bist. Ja, du bist genau auf dem richtigen Weg. Guck mal, hier zeigen sich wieder die zwei der Kelche. Und die zwei der Schwerter. Sehr spannend. Also hier scheint jetzt wirklich in den kommenden 72 Stunden eine Entscheidung getroffen zu werden, die hier zu einem Commitment führt. Vielleicht hast du da immer noch gezweifelt oder an irgendetwas gezweifelt, aber die zwei der Kelche nehme ich hier als übergeordnete Energie wahr. Das sehe ich ja auch an dem Narren und an dem Kind. Also das hat man eben auch hier im Kartenstapel, ne? Also da findet ein Durchbruch statt.
So, dann lassen wir abschließend mal noch eine Orakelkarte springen. Schauen wir mal, was so die Abschlussbotschaft ist, die die Sache hier wunderbar abrundet. Welche Botschaft will hier raus? Die Knochensammlerin mit der Zahl 1. Sehr spannend. 1, ne, deutet ja auch auf das erste Haus des Widders hin. Das habe ich aber die ganz, ich glaube, die falschen Karten. Das sind die richtigen. Ja, also. Du bist vollständig und hast alles, was du brauchst in dir. Diese Karte fordert dich auf, deine Lebensumstände genau zu betrachten und dich zu fragen, ob du völlig präsent bist oder aus den Prägungen der Vergangenheit und aus unbewussten Erwartungen heraus agierst. Jede unserer seelischen Verletzungen kommt, besonders wenn wir noch Kinder sind, einem Raub an unserer Seele gleich. Wir passen uns an und akzeptieren eine bestimmte Version der Wahrheit, die über unser Verhalten bestimmt, wenn wir in Zukunft mit einer Situation konfrontiert sind, die uns an die prägende Erfahrung erinnert. Was wir über uns selbst wissen, ist somit durch eine begrenzte Wahrnehmung verfälscht. Vielleicht erlebst du dich als mutlos und zweifelst an deinem Selbstwert. Vielleicht fühlst du dich als falsch und nicht liebenswert und erwartest, nur auf Kritik zu stoßen. Mit welcher Frage du diese Karte auch gezogen haben magst. Ja, siehst du, ich benieße es. Die Knochensammlerin erinnert dich daran, dass du in Wahrheit ein kraftvolles Wesen mit unbegrenzten Möglichkeiten bist. Was immer dir genommen wurde, hat sie für dich in der seelischen Verletzung sicher bewahrt und sie erscheint dir jetzt, um dich zu ermutigen, zurückzuverlangen, was dir abhanden gekommen ist. Und das scheint hier auf jeden Fall das Vertrauen zu sein. Dein Selbstvertrauen. Du hast all das, von dem du glaubst, dass es dir fehlt, in dir. Und die Knochensammlerin ist deine innere Kraftquelle. Handle so, als ob du besäßest, was dir zu mangeln scheint. Und du wirst sehen, dass du es niemals wirklich verloren hast. Alles ist möglich. Wenn du wach und bewusst bist, brauchst du dich durch die Wunden der Vergangenheit nicht beherrschen zu lassen. Die umgekehrte Deutung ist: Vergangene Erlebnisse haben die Tendenz, sich zu wiederholen, solange wir die Lektion, die mit dem ursprünglichen Erlebnis verknüpft war, noch nicht gelernt haben. Du stehst nun vor der Aufgabe, dies zu erkennen. Mit ihrem Erscheinen fordert die Knochensammlerin dich dazu auf, dich selbst als ein vollständiges Wesen zu betrachten und nicht als ein Wesen, das ständig damit beschäftigt ist, eine alte Wunde zu heilen. Die Vergangenheit wird sich wiederholen, wenn du nicht zurückverlangst, was du verloren glaubtest. Der Schlüssel, den du suchst, liegt in deiner Lebensgeschichte. Da ist er. Das Altvertraute soll in diesem Fall aber nicht Anlass für dich sein, die alten Muster zu wiederholen. Vielmehr soll es dich dazu auffordern, dich aus dem Alten herauszulösen und eine andere Wahl zu treffen. Das sehen wir ja auch mit der Entscheidung, ne? Die Botschaft der Knochensammlerin an dich lautet: Mehr desselben führt zu mehr desselben. Ihre Warnung spricht sie in Freundschaft aus, denn sie liebt und respektiert dich. Sie wird dich beschützen. Ja, Schutz und Segen ist ja auf jeden Fall drauf auf deinem Neuanfang. Dein neuer Weg, deine Neuausrichtung ist ja auch angezeigt. Und hier ist persönliches Wachstum groß geschrieben jetzt in den kommenden 72 Stunden. Ja, da bin ich gespannt. Das scheint auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis zu sein, dich anzunehmen, wieder in deine Ganzheit zu kommen. Und das könnte für den einen oder anderen hier wirklich mit einem tiefen Transformationsprozess stattfinden, dass du hier etwas Altes von dir streifst, ja, dass hier diese Verkrustungen abfallen und du wieder dich in deinem neuen Sein wiederfindest. Ja. Sehr schön, also eine Neugeburt. Alles Liebe für die nächsten Tage und wahrscheinlich wird sich das auch noch ein bisschen ziehen. Lass es mich gerne mal wissen, wie du damit in Resonanz gehst und wisse eben, all das, was zu dir gehört, wird auch bei dir sein. Die Knochensammlerin sagt das ja auch aus, dass alles vorhanden ist, im Feld ist, im Energiefeld auch ist und du dich da nur dran erinnern darfst, ja, die Dinge wieder aktivieren darfst und vielleicht ist das auch die Lernaufgabe, die jetzt drin steckt, wieder mehr dich mit deiner inneren Wahrheit zu verbinden und mit der Unschuld hier mal zu arbeiten. Ne? Könnt ihr mal fragen, was hier die Heilungsbotschaft noch ist? Mal da eine Heilungsenergie, eine Heilenergie für die Unschuld.
Werturteile, siehst du? Also hier geht es ganz stark darum, dich nicht selber zu verurteilen oder andere zu verurteilen oder dich auch nicht verurteilen zu lassen, sondern eher die Akzeptanz, die volle Akzeptanz von allem, was jetzt gerade da ist und in allem, was da ist, auch so eine gewisse Heiligkeit, also Daseinsberechtigung zu erkennen und zu wissen, dass du hier auf jeden Fall richtig bist, ja, auch wenn sich manchmal die Dinge nicht richtig anfühlen, ja. Guti, vertraue auch in den Prozess, ne? Der Mond, der spricht eben auch immer von Zyklen und von diesen Prozessen, dass die Dinge sich auch fügen werden und auch in die Veränderung gehen, ganz natürlich, ne? Nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Mach's gut!